sieht echt so aus, als wenn das immer, immer finsterer wird. Ich werde mal da vorne checken, ob dieser Schatten sich oder dieser Licht... ein Wurf sich hier irgendwie bewegt, aber nee, ist nicht, ne? Da, wo man dann eben halt in Videogames auch gern mal erkennen kann, dass hier irgendwie ja dynamische Zeiten daneben mit am Start sind, aber ist nicht, glaube. Glaube, je weiter du im Spiel voranschreitest, desto ja, dunkler wird es dann eben hier automatisch auch. Wenn du jetzt hier die ganze Zeit bleibst, also dann bleibt das genauso hell, wie das jetzt ist. So möchte mein, so möchte mein. Herzlich willkommen zurück zu Toby Zock Blair Witch. Das ist die zweite Folge, wo wir jetzt drin sind. In der letzten kamen wir dann erst hier an. Natürlich doch, ist die erste Folge. Demzufolge, wenn das die zweite Folge ist, dann sind wir dann eben erst hier eingestiegen und sind jetzt schon mittendrin im Wald. Irgendwie. Na, mittendrin kannst du auch nicht sagen. Der ist riesig groß, bestimmt. Aber wir werden mal weitergehen. Wir suchen immer noch den kleinen Peter. Beziehungsweise Hinweise darauf, wo er sich denn befindet, weil er wird vermisst. Und es war klar, dass er sich eben hier drin dann eben aufgehalten hat, in diesem Wald. Da geht's jetzt weiter, warte mal. Hey, ich backe hier rum. Wir werden mal den Bullet noch ein bisschen mal suchen lassen. Gucken, vielleicht schlägt er ja irgendwo an. Weiß auch nicht. Oder? Hast du was? Du hast was? Cool. Was hast du denn? Oh, wie ich's wusste. Ich war direkt in der Nähe. Okay. Das hier hat weiß ich nämlich noch aus der Testaufnahme. Aus den Testaufnahmen dann vielmehr. Bullet, seek. Ja, suchen muss er ja nicht mehr. Wir möchten ja da reinschicken. Go get it. Ganz genau. Geh mal da rein, please. Da komme ich selbst nicht rein, das weiß ich schon. What you find? Let me see. Yeah, zeig mal good her. Dog. Leave it, buddy. Now's not the time. Cap. Baltimore Crows. That's Peter's cap. Yep. Good boy. We need to hurry. Can you follow the scent? Sah man auf dem Foto zuvor, auch in der ersten Folge, da gab es ja ein Foto vorne am Brief auf dem Polizeiwagen hinten auf. Also das Schreiben, was auf dem Polizeiwagen hinten auflag, da war ein kleines Foto mit dran. Da hat man eben genau diese, ja, diese Kappe dann eben drauf sehen können. Take a whiff, buddy. That's it. Take me to Ellis to base. I found Peter's cap. You did. Well, great job, Ellis. Just stay where you are. Komm schon, we'll join up with you and keep searching from there. Negative. Bullet picked up a scent. I'm not risking him losing it. I'll keep you posted. Over and out. Wir haben auch immer noch eine Nachricht auf das Handy. Siehst du, da wollte ich mich auch noch melden. Wollen wir das mal eben tun? Ich weiß, der Bullet, der wartet da vorn. Das hatte ich gestern auch rausgefunden. Da tut mir leid, dass ich da jetzt... Where is that dog? Das verdrömelt habe mit dem Handy, aber wir werden mal reingucken. Nachrichten? Die Jess hat eine neue Nachricht hinterlassen. I did say I'd call. Ich hoffe, es ist alles in Ordnung. Rufen Sie mich kurz an, wenn Sie Zeit haben. Warum sieht sie denn ihn? Ich dachte, die hätten irgendwie ein Verhältnis. Dann haben wir hier noch Donnys Pizza bestimmt. Und Tierarzt auch noch drin. Ein paar Mal. Eine unbekannte Nummer. Ich habe gerade dieses merkwürdige Video gesehen. Da war eine Frau, die mit ausgestochenen Augen in einem Schlafzimmer stand. Doch dann ist mir etwas aufgefallen. Es war dein Schlafzimmer. Sie wird dir heute Nacht die Augen ausstechen, wenn du überleben willst. Schicke diese Nachricht an 5 andere Menschen weiter. Ja, so wie diese Kettennachrichten damals eben gewesen sind. Ey, das Handy, das fetzt hier drin auch so sehr. Du hast hier auch Spiele. Und Cobra Masters, der Name lässt schon drauf schließen. Ist halt genauso wie damals dann eben Snake gewesen. Oh, wie kann ich denn das... Ach so, ich muss hier... Digi-Kreuz für nutzen. Auf dem Nokia-Handy. Ey, das habe ich damals auf dem Nokia-Handy so rauf und runter gesuchtet. Das war gestern so geil. Ich habe hier auch Zeit drin gelassen wieder in dem Game. Aber ja, das wäre mir lieber, könnte ich hier mit Analog-Stick steuern auch.
würde ich hier versuchen, noch den Highscore zu knacken. Aber da ist den Highscore. Ein Highscore hat es ja hier drin noch nicht. Es ist das erste Spiel jetzt. Und ich denke mal, das wird hierin auch festgehalten, wie viele Punkte du denn hierin erreichst. Aber geil, aber geil. Die anderen Spiele hier kennt man auch vom Nokia-Handy. Da muss ich jetzt auch nicht unbedingt reingucken. Das hier, das ist solch Raumschiffballerei, müsste das sein. Und hier hast du solch Mario Jump. Hieß das Mario Jump? Zeugs. Wir können ja noch mal reingucken. Super Rex. Noch mal eben kurz mitnehmen. Und da musst du dann eben halt, ja, wenn du springen sollst, halt eben rechtzeitig drücken, damit der Rex springt. So erkläre ich es mal. Ich habe auch nie lang reingeguckt gestern in den Game. So. Shooter Deluxe. Ist das dritte Spiel, beziehungsweise das zweite von dreien daneben im Bunde. Wie gesagt, ist so ein Retro-Shooter-Dingens. Damit wir da auch mal gesehen haben, falls es wem interessiert. Dann zeige ich jetzt halt eben alle drei Games und sind auch wirklich nur die drei hier drauf. Wir werden mal die Jess anrufen. Mal gucken, welche... Ich hatte hier noch nie probiert, wirklich jeden mal anzurufen. Im Handy gestern. Aber zuerst mal die Jess. Mal gucken, was dabei rauskommt. Hey, Jess, I got your message. Hey, I'm glad you called. How's the search going? Yeah, well, not much luck so far. But hey, you know, at least Bullet's happy we're out of the house. And Jess, I'm sorry about earlier. You know how important this is to me. I know, just... Don't shut me out, Ellis. Believe it or not, I'm on your side. Always have been. Yeah. Thanks, Jess. And call me if things get rough, okay? I'll be here. Will do. Wollte das jetzt bloß nochmal mitgenommen haben, dieses Gespräch, nicht, dass das später dann eben auch Auswirkungen auf den weiteren Spielverlauf hat, dann eben. Wenn wir jetzt weiter hineinkommen, glaube ich, in den Wald, dann verlierst du ab und dann deinen Empfang über dem Handy. Call it, wait up! Der Hund hin. Where are you, buddy? Bullet! Bullet, where are you? Komm schon, Bullet. Where's that dog? Weiß das, wenn der Hund längere Zeit weg ist? Where are you, buddy? Kriegt der auch Protagonist hier auch. Ja, Panikzustände dann eben auch. Das hören wir jetzt schon. Bullet! Der Herzschlag kommt. Where the hell is he? Ich glaube weiter. Nee, weiter habe ich hier gestern gar nicht gezockt gehabt. Bis hierhin. Not now. Wollte mich jetzt nicht spoilen lassen. Auf das, was kommt. Da bin ich sehr gespannt. Ich glaube, das ist jetzt vom Spiel. Vom Spiel so vorgegeben, diese Situation. Und hier habe ich dann schnell ausgemacht, immer an dieser Stelle. Bullet, where are you? Du kommst ja hier nicht wirklich raus aus diesem, Loch. Vielleicht hier vorne dann? Fine. It's all in your head. Können wir rennen? Ja. Bullet? Bullet, komm schon, Bullet, wo bist du? Oh doch, du kommst hier raus, oder wie? Bullet. Nein, du wirst hier geblockt. Hä? Hört immer noch so Katzen mit so... Ey, da kommt Bullet. Wo ist er? Ah, okay. Puh. Mann! Yeah, look who decided to show up. Don't leave me like this, okay, buddy? I just... I can't be alone out here. Bin bei ihm. Did you find something? Ah, so we're still on Peter's trail. Gefunden. Good. Ach ja, immer noch auf der Spur nach dem kleinen Peter, natürlich. Ich werde mir mal eben mein Handy noch anschalten. Wollte gerade sagen, habe ich eben getan, habe ich auch getan, aber ich muss hier 5 Minuten, glaube ich, schon abziehen von der jetzigen Folge daneben. Hab's wieder verdrömelt, sorry dafür. So, wir können weiter, Bullet. Wo hast du was? Hä? Wo willst du denn hin?
Oh, hier wird's finster jetzt. Hier wird's richtig finster gerade. Ich glaube, wir müssen ein bisschen Materialer machen, Bullet. Was ist nun los? Hier ruft jemand an. Wie weit? Komm. Hier! Komm schon, geh ans Handy ran. Ich hab den Anruf verpasst. Oh, ich wusste die Taste nicht. Leider Gottes. Okay, okay. Dann eben ohne Anruf. Oh Mann. Aha. Zu gern gewusst, wer dran gewesen ist, ey. Weiß nicht, hat man das irgendwo sehen können? Unten vielleicht? Nee, da war bloß ein Vibrieren mit einem Zeitbalken, glaube ich, dran, ne? Oh Mann, ey. Scheiße. Ich hab verkehrte Taste gedrückt. Ich hab den Bullet zurückgerufen gehabt mit komm. Ah, Tobi, Tobi, was machst du nur? Warte mal, lass mal gucken, ob wir hier überhaupt... Oh, ich drück schon wieder verkehrt. Überhaupt Empfang haben. Hier haben wir schon keinen Empfang mehr. Ich wollte sagen, dass da unten in der Grube, da wo ich Panik bekommen habe, da hast du auch keinen Empfang. Da hatte ich auch zuvor mal geguckt gehabt, in der Testaufnahme dann. Immer bis dahin gezockt und hab's aber nicht so weit kommen lassen, dass da irgendwie Cutscene-Action gewesen ist dann. So, Bullet. Wo führst du uns hier hin? Immer tiefer rein in diesen finsteren Wald, ey. Zelt oder was? Is that a campsite? Sag mal hier, eine Videokamera? Ja. Looks pretty beat up, but yeah, I think it still works. Maybe you should... No, I'm fine. I'll deal with it. I just need a little more time. Ellis, what you need is help. I could have managed. Ellis, I can't do this anymore. What? What is it this time? What, I wasn't smiling enough? Didn't say I love you for 5 fucking minutes? Jesus Christ, Ellis. Do you even hear yourself? Yeah, I can hear myself just fine. And I can see the way you look at me. Like I'm a fucking loser. A sick little puppy for you to look after. Oh, why, Ellis? Get over yourself, Ellis. Be a man for once. Oh, yeah, there it is. There it is. I hope you can figure it out, Ellis. I hope you can finally forgive yourself. I tried to help you, but I just can't be around you anymore. Go ahead. Get out! Leave me the fuck alone! Introduce you to someone. Bullet, meet your new partner. He's been through a lot, just like you. What? Sir, I can't. Oh, you got something else going on right now? Just take the damn dog, Ellis. Yeah, yes, sir. What did I... Did I pass out? Boy. Oh, shit. It's pitch black. Oh, I must have blacked out for hours. Oh, Mann, ey. Es ist hier echt finster. Ach, du Kacki. Ja, ich wollte mir in der Zwischensequenz da immer ein bisschen was bewegt haben. Deswegen stand unten rechts oder mittig rechts daneben am Bildschirmrand immer überspringen. Ich dachte, du kannst dich da bewegen in manche Szenen oder so.
Geschichten hier rum? Eine Puppe oder so? This thing again? No, it's a different one. Someone had too much time on their hands. Ach, wieder so eine Holzschnitzerei dann. Okay. Einsacken. Prima gut. Wo steht denn hier das Zelt? Da möchte ich doch auch noch mal einen Blick reinwerfen. Looks damaged, but relatively new. Probably not something a 9-year-old could set up. Hey, komm mal gleich, Bullet. Lass mir noch kurz checken, was hier überhaupt los ist. 2176. Field manual. Great. First it's witches and curses, and now what? A commando? Oh, muss ich mich hier echt noch drin versorgen? Ich hoffe nicht, ey. Denke nicht, oder? Dass er hier auch noch Hunger bekommt? In einem Survival-Game daneben üblich? Das weiß ich gar nicht genau. Ja, Bullet, ich bin gleich bei dir. Müssen wir auch noch hier noch ein bisschen was rumchecken. There's still some leftovers inside. Maybe a few days old. Okay. Am Feuer ist nichts mehr. Oh Mann, ey, die Taschenlampe, die leuchtet aber auch nicht wirklich. Dolle. Wo bist denn hin jetzt? Okay. Was hast du da mitgebracht? Sie tried ice cream, huh? I just used to love these. She was so bummed when I told her that I didn't actually eat them in space. No, sorry, buddy. You know chocolate is bad for you. Wir werden ihn mal nochmal streicheln. You know what? I'm really glad Lanik put us together. Diese Augen, ey. Oh, Mann. An wem erinnern die mich bloß, ey? Mann. Was hast du nun wieder? Hast du noch was? Ach so, da. Videokamera. How did it end up back here? There's a tape inside. Might as well see ja, what's mal on gucken, it. Mal gucken. Mit Hilfe der roten Videokassetten kannst du die Realität manipulieren. Achte auf deine Umgebung sowie auf Objekte in deiner Nähe und im Video. Spule ein Video vor oder zurück und pausiere Schlüsselmomente, um den Status und die Position zu ändern. Versuche den richtigen Moment zu finden und pausiere dann das Video. Welchen Moment denn? Den Polizeiwagen? Was ist los mit ihm? Er hat ihn wohl geärgert oder was? Er hat da eben irgendwie was am Arm gehabt? Komisch aus zumindest, sein Arm. Aber woher weiß ich denn, welcher Moment hier überhaupt gesucht wird? Von der Person hier, die damit gespielt hat, oder wie? Da sehe ich gerade nicht durch. Runter, da machst du komplett zurück, oder was? Ja, weiß nicht. Geht leider nicht. Digi-Kreuz hoch, runter. A kannst du dann, ja, starten und pausieren. Und LTRT ist dann Spulen. Sieht doch aber aus wie eine Teamjacke, die der Kleine anhat. Das könnte doch der Ding sein, ne? Der Gesuchte. Was sollen wir hier suchen, ey? Ah, warte mal. Okay, ich verstehe. Es ist hier das Polizeiauto daneben. This wasn't here a minute ago, right, buddy? This tape. Did it just... No, that's not possible. Well, get it together, Ellis. It's probably Peter's. Maybe Bull can catch a scent.
gucken, Bullet. Komm mal her. You know what to do, buddy. Just like in training. Good boy. Now, you'd do great on the force if you weren't so stubborn. Okay, jetzt müssen wir ihm wieder hinterher erstmal. Mann, ich hoffe, ich stolper hier nicht irgendwo wieder. Sieht hier alles sehr komisch aus. In diesem Wald. Oh mein Gott. Bin so angespannt auch gerade. Ich merke das richtig, ey. Was wohl passieren wird hier gleich. Auf irgendwas erschreckt mich doch hier gleich. Hey, buddy, what's wrong? Hier rauscht irgendwie ein Radio oder so. Ach, da hängt was am Baum. Kommt mir aus dem ersten Film bekannt vor. Zerstören kannst du die? Wozu? Wir machen's mal. Okay, buddy. It's all gone. See? Ach, ein Foto gibt's da. Olga steht drauf. Auch wieder jemand in der Ecke. In einem Haus. In einem Keller vielleicht. Okay, alles klar. Hinein. Ey, ich bin echt angespannt, wie sonst war es gerade. Mann, ey. Ich weiß ja nicht, was kommt, ey. Mann, Mann, Mann. Da lang? Gut, da würde es wahrscheinlich gar nicht weitergehen. Aber gut, aber gut. Mehr zurück. Wie eine Spelle im Stiel. Ey, mein Reden. Das gibt's doch gar nicht. Eine Spelle im Stiel ist auch gut gesagt. Eine Stelle im Spiel vielmehr, da wo du dann eben nicht mehr hochkommst. Kennt man zur Spielmechanik dann eben gerne mal dazu verwendet, um irgendwie ein Gebiet dann eben komplett hinter sich zu lassen, um dass man dann nicht zurückkehren kann drin. Was ist denn? Funkgerät. Go ahead. Go ahead? God damn it, Ellis. I've been trying to reach you for hours. First the kid, and now you. It's like the only thing I do is chase after whoever walks into this goddamn forest. Where the hell are you? We went down a ravine and headed north, up to an old campsite. Wait, what? We went through that area. We didn't find any campsite. Well, you didn't find Peter's cap either. Listen, we're still on the trail. We'll keep moving north. For Christ's sake, Ellis, stop playing a hero. Just sit your ass down till we find you. Emmett, just find the campsite and head north. I'll look for a landmark, something to point you in the right direction. Ellis. I'll keep you posted. Over and out. Ellis, den Namen, den muss ich mir mal merken, ey. Sag immer der Protagonist im Spiel. In der Vergangenheit habe ich das immer wieder mal gesagt gehabt. Mann, Mann, Mann. Okay, ich denke, Alice ist gemerkt dann. Aha. Und ja, ehe hier die nächste Cutscene dann eben getriggert wird, muss ich hier aber Feierabend machen, auch für diese Folge dann eben. Das werden wir hier an dieser Stelle mal tun. Ich hoffe, der Bullet da vorne, er geht nicht zu weit, obwohl er immer weiter stapst. Komm mal her, ihr Bullet. Du hast ja auch ein Leckerli mal verdient. Warte mal, wir hatten doch irgendwo Leckerlis. Bullet, Bullet, bleib mal hier. Ey, nein, nicht Funkgerät. War im Portemonnaie, glaube ich, oder im Rucksack? Im Rucksack, okay. So, Elby? Bullet! Komm schon. Hast dir auch mal ein bisschen was verdient? Kleinen Knochen, ey. Oh man, er will gleich wieder vorn. So, da oben Schlesen drücken. Bin gleich bei dir.
mache hier schon gerade Feierabend. Ist auch Zeit für diese Aufnahme. Ich glaube, wir sind hier länger als 20 Minuten drin gewesen, weil ja, mit 15 Minuten auf dem Counter kam ich hinten dann eben ein bisschen was länger raus, habe ich so im Gefühl. Ich weiß halt nicht genau, aber kann mir gut vorstellen, dass es so gewesen ist. Gut, dann bin ich hier erstmal raus. Ich bin immer noch mega angespannt und werde hier auch noch weitere Folgen jetzt in dieser Aufnahme runterschrubben, weil, ja, macht Spaß gerade, macht echt Spaß gerade. Ihr seht es ja gerade selbst, ey. Und ich hoffe, es sieht auf YouTube auch noch ja gut aus. Richtig gut, wollte gesagt haben. Auch wegen der Dunkelheit hier und allem. Weil, ja, auch Dunkelheit oder sowas. Ja, nach YouTubes Re-Encode oder so, da sieht das immer ein bisschen was kackiger aus, als wenn du das jetzt echt spielst oder als wenn du auch nur deine Aufnahme zu Hause dann eben erstellt hast aus dem Spiel heraus. Da re-encodet ja YouTube immer nochmal und ja, gerade solch dunkle Passagen in Games dann werden da doll blockig dann eben auch schnell mal. Hoffe ich ja dann eben auch, dass das auf YouTube jetzt hier immer noch ziemlich gut zu erkennen ist. Der Bullet, der weiß gar nicht, er will mir irgendwo hinlocken. Immer noch, natürlich doch. Sind ja da wieder auf den Spur des kleinen, auf der Spur des kleinen Peters. Aber machen erstmal Feierabend hier für die zweite. Ich hoffe, du hattest auch hier Spaß mit dieser Folge dann eben aus Blair Witch hier raus. Und ja, ich hoffe auch, dass du auch womöglich in der dritten dann am Ball bleiben wirst und in allen weiteren. Ich bin dann raus, wie gesagt. Halte die Ohren steif, bleib weiterhin gesund und mach es gut. Tschüssi.